Herzlich willkommen zur letzten Vorlesung Einführung in die Programmierung, Wintersemester 2016-2017. Wir haben es tatsächlich geschafft, 15 Vorlesungen zu machen. Ich glaube, das habe ich in meiner Karriere noch nicht hingekriegt. Normalerweise schaffe ich immer nur 14. Okay, super. Ich werde am Schluss was zu Klausurvorbereitung sagen. Das ist nur, damit die Spannung aufrechterhalten wird. Ich will heute so ein bisschen Wrap-up machen. Wir haben noch eine Aufgabe von letzter Woche, die wir nicht ganz fertig programmiert haben. Ich versuche noch ein bisschen was zu Static zu sagen, warum das so kompliziert ist und warum man das eigentlich nicht benutzen soll. Dann bastle ich die ganzen Sachen ein bisschen zusammen. Okay. Ganz anderes Programm. Ich habe das gestern noch mal ein bisschen geübt. Rekursion bleibt eine schwierige Geschichte. Wir hatten prinzipiell diese Textdatei, diese kommaseparierte Value-Datei gehabt und hatten in der angefangen, so eine Hierarchie aufzubauen für Uni Kassel mit Präsident, viele Fachbereiche mit vielen Leuten in den Fachbereichen, Fachgebiete mit vielen Leuten und so weiter und so weiter. Und wir hatten ein Objektdatenmodell dafür gemacht, dass das im Hauptspeicher repräsentiert. Und wir konnten am Ende der letzten Woche die Sachen schon einlesen. Und die Idee ist, Organigramm war das Programm, dass wir jetzt irgendwas damit machen. Und die Idee, die wir hatten, war, also das Einlesen war auch schon irgendwie kompliziert. Wir machen eine Schleife über alle Zeilen von unserer Textdatei. Die Textdatei könnten wir vielleicht auch gerade noch mal öffnen. Das war diese hier, wo im Wesentlichen immer ein Name steht, eine Organisationseinheit und damit eine Hierarchie entsteht noch eine Parent Unit. Ein Kollege hatte das letztes Mal schon angedeutet, normalerweise wird man das so nicht machen. Man wird normalerweise zwei verschiedene Dateien haben oder in einer Datei zwei verschiedene Arten von Einträgen. Eine, die sagt, Person ist in Einheit so und so, und eine andere, die Uni Kassel besteht aus folgenden Fachbereichen. Da steht dann vielleicht immer Uni Kassel Fachbereich 17, Uni Kassel Fachbereich 16, gibt es einen 17? Uni Kassel Fachbereich 7, 15 und so weiter. Und immer nur die Verbindungen zwischen zwei Fachbereichen. Ich habe das hier ein bisschen zusammengefasst, damit wir nicht zwei Dateien einlesen müssen. Dadurch entsteht mehr Redundanz in den Daten, was das Einlesen hier tatsächlich auch schwieriger macht, aber naja. Okay, dann haben wir das schön gescannt, wie wir das schon mal gemacht haben, und im Wesentlichen gab es dann so Probleme, dass man immer gucken musste, diese Unit, die da steht, kennen wir die schon oder ist das neu? Dafür haben wir so eine Get-or-Create-Methode gebaut, die guckte in einem Array nach, kenne ich diese Einheit schon mit den Namen schon? Wenn ja, liefere ich den zurück und wenn nein, lege ich einen neuen ein, trage das ein und liefere ihn dann zurück. Das ist ein Programmiermuster, das man relativ häufig verwendet. Kann man sich schon als kleines Trick merken. Wir haben das hier unten auch nochmal verwendet. Das kommt schon häufiger vor. Okay, und dann sagten wir, okay, jetzt am Schluss, wenn wir alles eingelesen haben, dann können wir mal irgendwas zählen. Das war so die Idee und das haben wir dann nicht mehr geschafft. Count Units könnten wir durchaus machen, das ist gar kein großes Problem. Dafür hätten wir aber diese komplizierte Datenstruktur nicht wirklich aufbauen müssen. Na? Wir hätten das Count Units auch machen können. Naja, wir machen so ein Get or Create Units. Und da gibt es einen Array, Known Units. Wenn wir das fragen, wie groß es ist, wissen wir auch, wie viele Units es gibt. Das könnten wir machen, Count Persons. Da können wir einfach die Zeilen in der Datei lesen. Jede Zeile eine Person. Das ist auch irgendwie. Also das Beispiel taucht nicht so wirklich. Eine Sache, die ich jetzt doch nochmal rausheben möchte hier bei diesem Get or Create. Wir machen hier eine Schleife über so ein Array mit allen Elementen, die wir schon kennen. Und suchen das durch, ob dieser FB16 schon mal vorgekommen ist oder nicht. Das ist tatsächlich eine ganz typische und sehr häufige Aufgabe, die man hat. Dass man irgendwie eine Menge von
Einträgen durchsucht, ob es den Eintrag schon gibt. Dass man irgendwie so eine Tabelle braucht, wo man irgendwas nachschlagen kann unter einem bestimmten Namen. Und das war auch eigentlich eines der ersten Probleme, mit der Informatik sich auseinandergesetzt hat, als es im Compiler geschrieben worden ist. Das sind eben die Dinger, die sich und diese Texte durchlesen und dann für die Maschine ausführbar machen. Da musste man auch immer gucken, Variable x, kenne ich die schon oder ist die hier neu? Wo habe ich die, was hat die für Eigenschaften, was hat die für einen Typ und solche Dinge mehr. Und da haben wir jetzt gemacht, indem wir die Liste aller Namen, die wir kennen, durchsuchen vollständig. Na, das ist, wenn es n Namen sind, 1 Million, braucht man da im Mittel 500.000 Schritte für. Man muss die Hälfte durchsuchen oder n halbe. Das heißt, das Suchen von Elementen in so einem großen Datenbestand braucht eben relativ viele Schritte. Und zwar proportional dazu, wie groß der Datenbestand ist. Und das hat dann tatsächlich, damals waren die Rechner groß und langsam, ist den Leuten dann von der Zeit her auf die Nerven gegangen. Das hat zu lange gedauert. Dann hat man überlegt, geht das nicht irgendwie schöner? Und dann war die erste, was man gemacht hat, man hat einfach gesagt, wenn wir die Namen sortieren, so wie in einem Telefonbuch, dann können wir binäre Suche machen, nennt sich das. Wir gucken mit dem einfach mal in der Mitte nach, von irgendwie diesen 1 Million, gucken wir uns das 500.000. an. Wir suchen nach Zündorf, da steht Meier. Okay, Zündorf ist alphabetisch später als Meier, das heißt, wir wollten weiter hinten suchen. Das heißt, wir gehen dann in die hintere Hälfte, 500.000 bis 1 Million, und gucken da wieder in die Mitte bei 750.000. Da steht irgendein Rudolfi, keine Ahnung. Und so weiter. Oder Schulz. Schulz, S, das könnte gut in der Mitte sein. Da sagen die, ja, Schulz ist immer noch zu klein, der muss noch weiter hinten sein. Das heißt, jetzt gucken wir im letzten Achtel bei 825.000 irgendwo da. Ist er vielleicht da? Nein, noch weiter hinten. 900 irgendwas. 912.000. Immer noch nicht. Und irgendwann landen wir ganz am Ende. Okay, Zündorf war ein echt schlechtes Beispiel. Na? Hätten wir jetzt nach Trump gesucht, hätte man irgendwo mehr in der Mitte gefunden. Der Punkt ist, die Anzahl der Suchschritte, die man machen muss, in so einem 1 Millionen großen Array, ist im Mittel, lass mich jetzt nicht lügen, 20. Nach 20 Schritten, und zwar nicht im Mittel, sondern garantiert, nach 20 Schritten habe ich den gefunden. Und das liegt daran, dass wir jedes Mal dieses Fenster, wo könnte der denn noch sein, halbieren. Ne? Und wenn man 1 Million ist 2 hoch 20, ne? 2 hoch 10 ist 1000, 2 hoch 20 ist 1 Million. Wenn man 1 Million 20 mal halbiert, ist man auf 1 runter. Das heißt, in 20 Schritten hat man garantiert den Namen in einem sortierten Datenbestand gefunden, während die Schleife, die wir hier haben, 500.000 Schritte machen müsste im Mittel. Oder wenn es Pech hat und nach Zündorf sucht, tatsächlich 1 Million Mal da durchlaufen muss. Ja, und von 1 Million auf 20, das ist ein Speed-up, das lohnt sich. Na? Und das sind Dinge, damit beschäftigen sich die nächste Semester die Vorlesung Algorithmen und Datenstrukturen. Die machen lauter solche fröhlichen Dinge. Also wie kriege ich was von 1 Million auf 20 Schritte runter? Das ist eine relativ spannende Sache. Das sind spannende Sachen, die insbesondere aus den ganzen Anfängen der Informatik kommen. Das waren tatsächlich die ersten Probleme, mit denen Informatik sich beschäftigt hat, weil man sie für den Compiler aber brauchte. Und es hat dann am Schluss dazu geführt, dass diese Dinge, die da gefunden worden sind, eigentlich das Fach etabliert haben. Weil dann irgendjemand dann festgestellt hat, bis dahin war es eigentlich so, Elektrotechnik, Ingenieure, Maschinenbauer haben gesagt, das können wir ohne Informatiker, was brauchen wir die? Na, so ein Quatsch, das bisschen rechnen. Computer bauen kann ich auch. Und dann irgendwann hat man festgestellt, oh, macht doch Sinn, wenn man über so ein paar Probleme mal ein bisschen tiefer nachdenkt. Ne? 1 Million auf 20, okay, hast du gut hingekriegt, kannst du das nochmal? Ne? Dann hat man gesagt, okay, wir brauchen Informatik. Und dann wurden Informatik als Fach etabliert, an den Universitäten entsprechende Professuren eingerichtet und dann entsprechende Studiengänge. Und so ist es letztendlich entstanden. Das Ganze war
1970, 75, in diesem Zeitraum ist das passiert. Na, also die Algorithmen sind sogar schon noch ein bisschen älter, aber da kommt das her. So, deswegen Ausblick, nächstes Semester lernt ihr das alles. Okay, ich wollte jetzt ein bisschen was Spannenderes machen als dieses Count Unit, habe ich mir überlegt, wo sich jetzt dieser Baum von Units, den wir aufgebaut haben, irgendwie mehr lohnt. Und naja, das nächste, was man machen kann, ist, wir malen diesen Baum. Wir geben den aus. Das kann man auf zwei verschiedene Arten und Weisen machen. Wir können das mit ASCII-Grafik auf einem Terminal ausgeben. Aber jetzt haben wir uns so lange mit Processing gequält, dann machen wir es in der letzten Stunde auch nochmal. Na? Das heißt, ich gebe das jetzt einfach in einem Processing-Window auf als so ein hierarchischer Baum, als Organigramm gemalt. Na? Und ja, es wird nicht ganz so hübsch. Ich male den von links nach rechts. Das ist ein bisschen einfacher. Von oben nach unten malen könnt ihr als Hausaufgabe machen. Das heißt, ich sage jetzt mal, hey, das ist ein p-Applet. Und dann muss ich irgendwann sagen, jetzt mach doch mal dieses Fenster auf und starte diese p-Applet-Bibliothek. Das geht mit p-Applet main. Und dem muss ich dann sagen, wo findest du denn meine Startmethode, meine Setup- und meine Draw-Methode, in welcher Klasse oder wie heiße ich hier selber? Da habe ich sonst immer den Namen kopiert. Ich mache das heute mal anders, aus didaktischen Gründen. Organigramm ist die Name der Klasse, die ich übergeben möchte, mit den ganzen Package-Namen davor. Und ich kann auf ein Objekt zugreifen, das nennt sich Class, verwirrenderweise. Das ist ein statisches Datenrekord. Da stehen Informationen über diese Klasse drin, die ich zur Laufzeit zugreifen kann. Und zum Beispiel kann ich das Ding nach dem Namen fragen. Und ich male nachher nochmal so ein Speicherabbild auf, wo ich erkläre, wie das Ding jetzt hier funktioniert. So, das heißt also, anstelle jetzt dahin zu schreiben, Hochkommata, Kassel Einführung Programmierung Assign 12 Lecture, Punkt Organigramm, habe ich jetzt einfach dem Compiler gesagt, kannst du mal für mich bitte nachgucken, du hast doch diese spektakulär sortierte Tabelle. Sortieren geht in 20 Schritten. Man kann das auch hashen. Hashen ist ein Verfahren, was man kennenlernt, da rechnet man so einen Schlüssel aus. Damit geht es in circa 2 Schritten. Ne? Also anstelle 1 Million Mal nach Zündorf suchen, sortieren 20, hashen 2. Echt fett. So. Lernt ihr auch in Algorithmen und Datenstrukturen. So, habe ich jetzt den Compiler gebeten, guck du doch bitte diesen Drecksstring nach, ich habe da keinen Bock drauf. Das hat insbesondere den Vorteil, dass ich mich jetzt hier nicht mehr vertippen kann. Na? Wenn ich hier irgendwie was falsch getippt hätte, würde der Compiler das merken. Okay, das müsste jetzt schon funktionieren, dann brauchen wir irgendwie so ein Settings, um die Größe einzustellen. Size, ich nehme mal, ich weiß, dass der so ein bisschen hochkant wird. Dieses hier, und dann brauchen wir eine Setup-Methode. Eigentlich braucht man die immer. Wir heute eigentlich nicht. Und wir brauchen diese Draw-Methode. Wunderhübsch. Die müssen wir ja immer überschreiben, das sind geerbte Methoden. Da passiert jetzt was Spezielles und da würden wir jetzt irgendwas ausgeben wollen. Und wir würden jetzt als erstes mal den Namen von der Top-Unit hinschreiben wollen. Na, das heißt, und Namen schreiben funktioniert prinzipiell mit Text. Hier können wir direkt zugreifen, wir sind in der Klasse Organigramm, die von p-Applet erbt. Da können wir jetzt direkt drauf zugreifen. Jo, nehmen wir doch mal diese hier. Ich schreibe jetzt mal nur so hin, dass wir ein bisschen was sehen. Oh, komm. Nee. 50-50 finde ich eine schöne Stelle. Gucken wir doch mal, was da passiert. Ich habe da noch einen alten Aufruf. Okay, wir haben ein Fenster. Und ich mache das hier mal daneben. Das passt nicht ganz, aber einigermaßen. Na. So, da steht tatsächlich Uni Kassel, ist ein bisschen klein,
kommt von der Farbe her nicht hin, müssen wir schöner machen. Okay, dann machen wir doch mal einen Background. Ich habe das im Debugger laufen. Das hat den schönen Effekt, dass wenn ich hier was ändere, wird das von Eclipse automatisch beim Speichern kompiliert. Und dann wird es auch vom Debugger automatisch der neue Code geladen. Das heißt, dieser Background-Befehl ist jetzt aufgerufen. Diese Draw-Methode wird ja 25 Mal die Sekunde aufgerufen. Jetzt habe ich einen weißen Hintergrund und male mit weißer Schrift auf schwarzem Grund. Na super. Stroke 0. Phil? Nicht Stroke, sondern Phil. Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Irgendwas macht ihn unglücklich. Ha, jetzt haben wir schwarze Schrift. Wunderhübsch. Und dann Font Size. Nein. Text Size. Wie wär's mit Text Size? Ich habe das gestern Abend probiert, deswegen erinnere ich mich daran noch so gut. Gestern Abend war 18 eine gute Idee. Ha, kann man das jetzt lesen? Da steht jetzt Uni Kassel. Wunderhübsch. Okay, nur Uni Kassel ist jetzt irgendwie, also wir wollen da ja durch die Datenstruktur, die wir aufgebaut haben, durchlaufen und die Namen daher nehmen. Das heißt, wir brauchen jetzt irgendwie Zugriff auf die Dinge, die wir eingelesen haben. Ich mache das mal so. Dinge, die wir eingelesen haben, das war hier ungefähr. Na, also hier rufen wir das auf. Hier ist die Main-Methode von Organigramm. Die liest ja erst die ganzen Daten ein. Und ja, es gibt einen einzigen Datensatz in unserem Datenbestand, der hat keine Parent-Unit mehr. Das ist die Top-Unit. Und die haben wir hier in der Variablen root gemerkt, die hier in main einfach nur eine lokale Variable ist. Na? Und jetzt schlägt dieses Problem mit den Sichtbarkeiten zu. Die Softwaretechnik hat gesagt, wenn viele Leute auf diese Variablen zugreifen können, das ist keine gute Idee. Nachher ändert irgendeiner was da dran, ohne den anderen Bescheid zu sagen, dann steht da irgendein falscher Wert drin und wir wissen nicht, wer schuld ist. Deswegen hat man die Sichtbarkeiten eingesteckt, deswegen gibt es lokale Variablen und deswegen kann ich jetzt auf Main nicht mehr auf dieses Root nur in der Methode Main hier zugreifen und hier wird jetzt eine andere aufgerufen, viel, viel später bin ich bei Draw, der kann da nicht drauf zugreifen. Das heißt, ich muss das irgendwie ändern. Glücksgeschickt ist das eine Sache, die man so häufig macht, dass es dafür in Eclipse zumindest ein Ding gibt. Das heißt, convert local variable to field. Jetzt ist das Ding ein Field. Gehört jetzt zu der umgebenden Klasse. Und Eclipse hat das Ding jetzt static gemacht. Ich lasse es mal gerade so und ich erkläre nachher, warum das eine blöde Idee ist. Und dann gucken wir mal, ob wir das nicht irgendwie schöner hinkriegen. Okay, jetzt gibt es in der Klasse Organigramm eine Variable, ein Field, ein Attribut, root, auf das kann ich jetzt von allen Stellen der Klasse her aus zugreifen. Da ist auch offensichtlich beim Einlesen schon was eingetragen worden. Das heißt, jetzt kann ich hier hinschreiben, root get unit name. Und dann sagt er so, oh, da hast du strukturelle Dinge geändert, das kriege ich mit diesem Hot-Compile nicht hin. Also kompilieren und dann in die laufende Sitzung laden. Dann sagt er, das ist mir zu strange, das kann ich nicht machen. Also müssen wir einen Restart machen. Da sind wir wieder. Hier steht immer noch Uni Kassel. Ist das wahr? Haben wir das Ding Uni Kassel genannt? Ja, super. Das war ein toller Effekt. Ich hätte die vorweg anders nennen müssen. Ich könnte das jetzt hier drin umbenennen, würde aber nichts bewirken, weil der liest das ja nicht neu ein. Er ist in diesem Draw-Loop. Da müsste ich es neu starten. Ja, lass uns das tun. Universität. Mal gespannt, was er mit dem E macht. Save could not be complete. Try save as. If the problem persists.
Der kann das nicht speichern. Der sagt, die Datei wird gerade von jemandem gelesen. Wenn ich die jetzt ändere, geht das Ding kaputt. Und das wird von unserem Programm gelesen. Das heißt, ich muss das Programm beenden. Muss ich eh, damit es neu eingelesen werden kann. Dann kann ich speichern. So, und dann nochmal starten. Danke. Alle was? Ändern. Oh ja. Okay. Komplizierter Vorgang. Ja, erstmal, die Universität Kassel kam noch öfter vor. Das hätte uns die Datenstruktur zerhauen. Redundanz in einer Texteingabe schwierig zu ändern. Ne? Dann sparen wir uns die Nummer. Ihr glaubt einfach, dass es jetzt hier wirklich gut get unit name macht und dass es so funktioniert. So, nach dem Ding würde ich jetzt mal alle Personen, die zu dieser Einheit direkt gehören, aufzählen wollen. Das heißt, jetzt mache ich irgendwie so eine Schleife. Person P in root.get parent unit. Quatsch. Get persons. Na? Unsere Units haben ein Array von Personen. Mit get persons bekomme ich das. Und mit dieser Schleifenkonstruktion laufe ich da einfach schnell durch. Wunderhübsch. Und dann mache ich hier so ein Text. Oh. Heute ist meine Tastatur wieder schneller als ich. P.getName. Person Name. Wunderbar. Und das schreiben wir hin. X. Ein bisschen eingerückt, finde ich gut. Ne? Wir haben als Text Size 18 genommen. Lass uns das mal doppelte einrücken. Zweimal die Zeilenhöhe. So ein meine rudimentären Kenntnisse über Proportionen sagen immer, nimm irgendwie ein so ein wiederkehrendes Maß, das ist bei uns die Zeilenhöhe. Ah, die haben wir noch nicht gemacht. Bei uns ist es im Augenblick die Text-Size. Wir werden, doppelte Text-Size ist eine gute Zeilenhöhe oder anderthalb. Ne, anderthalb ist zeiliger Abstand, das macht man so. Das wären dann 27 und Einrückungen proportional dazu sind immer eine gute Idee. Ne, 27 mal 2, kann das einer rechnen, 54? Ja, 54 klingt toll. lass uns das so machen. Und, da hatten wir gerade gesagt, Zeilenhöhe sollte 27 sein, das heißt 50 plus, kann ich gar nicht ausrechnen. Ja. Vielen Dank. So, hey, und da steht der Rainer. Super. Ne? Das haben wir schon mal hingekriegt. Der Zeilenabstand ist ein bisschen klein, oder? Dafür ist das Einrücken ein bisschen viel. Lass uns doch den Zeilenabstand mal zweizeilig machen. Dann sind wir bei 36. Das war Y. Ja, ein bisschen schöner. Und dafür rücken wir auch nur 36 ein. Ah, genau 45 Grad, das ist schön. Das muss gut sein. Goldener Schnitt wäre bestimmt besser. Rechnet das mal irgendwie aus. So, herzallerliebst. Ne? Und da ist nur eine Person direkt der Universität zugeordnet. Wunderhübsch. So, und dann wäre es eigentlich cool, wenn wir jetzt die Subunits noch alle dahin malen würden. Ne? Also, for unit u in root.get subunits. U, machen wir wieder diesen schönen Textbefehl. U.get unit name, wunderhübsch. Ah ja, und dann neues X und neues Y. Ich rücke jetzt die erstmal von der X-Sache her so ein wie die Personennamen, damit wir was sehen. Und von der Y-Sache, ja, ne? Ah. Das wäre schon schief gegangen, wenn hier mehr als eine Person gestanden hätte. Na? Aber wir übernehmen es jetzt erstmal einfach so, damit wir sehen, was passiert. So. Jetzt steht da über dem Rainer drüber FP16. Ne? Weil wir den auch bei
50 plus 36 gemalt haben bei 86. Na, wir müssen natürlich einen Zeilenvorschub machen. Das heißt, wir brauchen irgendwie eine Variable y, die innerhalb von beiden Schleifen irgendwie zugänglich ist, wo wir uns das merken. Float war da, glaube ich, immer das Mittel der Wahl. Y-Post ist irgendwie ein bisschen schöner, oder? Reicht uns y. Na, das wird zu, ist am Anfang irgendwie 50. Na? Und dann machen wir es doch auch hier oben hin. Wunderhübsch. Ich will das nachher auf der Folie erklären. Ich mache mal ein paar von den Leerzeilen hier raus. Und schreiben hier y hin. Und dann sagen wir, wenn wir geschrieben haben, machen wir einen Zeilenvorschub. Das heißt, jetzt machen wir y plus gleich 36. Und wenn es mehrere Personen hat, müssen wir immer, wenn wir eine Person gemalt hat, auch wieder so einen Zeilenvorschub machen. Und da schreiben wir y hin, das hat hier noch nichts bewirkt. Aber wenn wir dann hier sagen, jetzt haben wir immer danach einen Zeilenvorschub gemacht, lass uns zwischen den Personen und den Fachbereichen nochmal einen Abstand machen. Klar. Ne, der sollte dann vielleicht auch y verwenden. Hey, der Abstand ist ein bisschen groß. Weiß ich nicht. Da sind zwei Fachbereiche übereinander gemalt. Der 16er und der 7er. Ne, wir hatten zwei Fachbereiche. Das heißt, wir müssen jetzt hier das auch nochmal machen. Oh, Herz allerliebst. Ne? So, und jetzt, irgendwie wäre es jetzt schön, von den Fachbereichen die Personen auch aufgelistet würden. Na? Könnte ich natürlich hier jetzt wieder so eine Schleife machen und sagen, okay, zu dieser Subunit macht da bitte auch die Personen dahin. Und dann würde als nächstes gesagt haben, die Fachgebiete von den Fachbereichen wäre auch noch cool. Dann würde ich da drunter nochmal so eine Schleife machen und so weiter und so weiter. Und irgendwie funktioniert das dann, je nachdem, wie tief ich diese Schleifen ineinander schachtelt, für alle Organisationsstrukturen mit auch dieser Maximaltiefe. Aber wenn es noch mehr wird, geht es halt nicht mehr. Und dann erinnere ich mich daran, dass ich das in der Einführung in die Programmierung gelernt habe. Das kann man mit Rekursion lösen oder auch nicht. Das heißt, was ich jetzt hier eigentlich machen würde für diese Subunits, würde ich irgendwie sowas machen wie, naja, das wird genauso wie die Root-Unit gemalt. Das heißt, ich würde jetzt eigentlich hier gerne so einen Draw-Unit-Befehl aufrufen. Und würde dem irgendwie das U übergeben, naja, und das Y irgendwie auch. Na? Und dann sagt er so, Draw-Unit habe ich ja noch nie davon gehört. Dann sage ich ihm, dann mach es doch. Wunderhübsch. Na, und in diesem Rumpf von dem Draw-Unit soll ungefähr dastehen, was ich hier bis jetzt geschrieben habe. Das heißt, wir übernehmen mal so den ganzen Teil hier. Okay. Und tun den einfach hier rein. Das hat nicht funktioniert. Ctrl-V? Hey, doch. Na? Wir haben einfach nur gesagt, dieses male den Namen von dem Ding, male alle Personen, male Subunits. Und das ist ja wieder das Gleiche, da rufen wir uns rekursiv auf. Und das haben wir jetzt schon geschafft. Ne? Was noch fehlt, ist der erste Aufruf. DrawUnit. Da haben wir ja den alten Quelltext weggenommen. Und da wollten wir root malen. Und y beginnt mit 50. Wunderhübsch. Dann sagt er, jetzt hast du aber wieder wirklich schlimm geändert. Muss ich einen Restart machen. Dann sagt er, das tut's nicht, weil irgendwie duplicate local variable u. Die Unit wird hier oben übergeben. Hier soll die Root heißen. Ist das eine gute Idee? Jetzt haben wir viele, viele Roots. Ne? Naja, tut's, aber
Ich erkläre nachher, warum ich da ein bisschen Bauchschmerzen habe, aber erstmal tut es das. Wir sind noch nicht ganz fertig. Aber immerhin. Wunderhübsch. So, aufrufen, ob es jetzt funktioniert. Ja. Oh ja, komm. Na? Ist noch nicht hundertprozentig das, was wir wollten, aber ey, hatten wir schon, ist auch für gar nicht so ein schlechter Anfang. Uni Kassel, Rainer Finkeldey, FB6 und 7 sind irgendwie übereinander gemalt. Da stehen irgendwie mehrere Personen übereinander, Patrick und Herr Dahlhaus. Und die Fachgebiete stehen auch alle irgendwie direkt übereinander. Programmiermethodik, Softwaretechnik, ich weiß nicht, wer da noch so steht. So, das Problem ist, er malt das Ding hier, macht einen Zeilenvorschub, malt die Personen. Wenn das mehrere Personen sind, das kriegt er jetzt ordentlich hin. Und dann malt er die Subunits. Dabei macht er auch ständig neue Zeilen. Und das heißt, wenn da mit dem ersten Draw Unit vor ist, brauchen wir ein größeres Y, irgendwie ein neues. Also nicht das, was wir uns jetzt hier lokal gerade auf unserer Rekursionsstufe gemerkt haben, sondern wir brauchen das Y, das hier bei dem Aufruf übergeben worden ist, hier ein paar Mal geändert worden ist. Wir brauchen den neuen Wert davon. Ja? Und dieser Parameter hier ist so ein One-Way-Parameter, der geht nur rein. Wenn ich da drinne in diesem Abarbeitung dieses Methodenaufrufes an dem Y-Ende, das ist ein neuer Callframe, eine neue Kopie von dieser Variablen Y. Davon erbe ich auf dieser Ebene, merke ich da gar nichts von. Ich ändere es jetzt erst und dann malen wir gleich mal so ein Speicherabbild auf und da wird das hoffentlich nochmal genauer klar. Ich weiß das jetzt, weil ich es schon ein paar Mal gemacht habe. Ich muss hier Y wird zu hinschreiben. Dann sagt er so, bist du bescheuert, das klappt nicht. Also, wie kriegen wir denn aus diesem Aufruf diesen Wert wieder raus? Und das Einfachste ist immer, man macht das mit einem Rückgabewert. Na, das ist der empfohlene Weg. Was wir auch machen können, ist, wir können so ein Akkumulatorobjekt bauen und das hier als Parameter übergeben und da das Y drin lassen. Wir können auch aus dem Y ein Attribut unserer Klasse machen. Da können wieder alle drauf zugreifen. Na, aber es gibt so ein Lokalitätsproblem, macht diesen Sichtbarkeit so klein, wie es irgendwie geht. Und deswegen sind diese Akkumulatoren nicht so toll, sind auch diese Attribute nicht so toll. Und wenn man es irgendwie mit lokalen Variablen und Rückgabewerten hinkriegt, ist viel cooler. Deswegen machen wir das jetzt hier so. So, dann sagt der, Draw-Unit gibt nichts zurück. Wie bist du denn drauf? Dann müssen wir das wohl tun. Das heißt, wenn der wirklich fertig ist, dann soll der bitte das Y zurückliefern. Und dann sagt er, davon steht da oben aber nichts. Dann sage ich, dann ändere das doch. Jetzt hat er hier oben Float eingetragen. Da gibt es so einen Bugfix für. Dann sagt er, oh, hast du aber echt viel geändert. Mach mal einen Neustart. Oh, wunderhübsch. So, jetzt sieht das irgendwie richtig aus, ne? Uni Kassel ist der Rainer, Fachbereich 16 ist der Dirk, Fachgebiet Software Engineering ist der Albert, Programmiersprachen Marco und Fachbereich 7 Patrick. Wunderhübsch. Irgendwie wäre es cool, wenn ihr Fachbereich 16 jetzt noch so eingerückt wäre. Ne? Das heißt, wir bräuchten da für diese Subunits irgendwie so ein. Ja, und zwar möchte ich, dass ich so viel eingerückt werden bin, wie die Schachtelungstiefe ist. Na? Das heißt, wir müssen am Ende eines langen Tages mit dem X das gleiche machen, was wir mit dem Y gemacht haben. Das heißt, wir basteln uns ein X und initialisieren es mit 50, übergeben das hier als Parameter. Dann ist er wieder furchtbar unglücklich. Machen hier so ein Ding hin, benutzen hier das X an dieser Stelle. An dieser Stelle die Personen X plus 36. Na komm, dann lass uns doch das erhöhen, das X. Das heißt, wir machen jetzt mit diesem X plus gleich 36 eine Einrückung. Wir schieben die X-Koordinate um 1 nach da. Dann brauchen wir das hier nicht mehr zu tun. Wir rücken nicht für jede Person neu ein. Das reicht so.
wunderhübsch. Und hier übergeben wir das x. Das ist jetzt schon eingerückt. Das heißt, er wird die Subunit auch, den Namen der Subunit auch mit einrücken. Und wird danach, wenn er hier oben wieder reinkommt, das nochmal einrücken. Ich finde es cool. Boah, wunderhübsch. Das war irgendwie leichter als mit dem y. Na, wir brauchten den Rückgabewert nicht mehr. Wenn er aus dem Malen von diesem Software Engineering rauskommt und wieder hochgeht zur Ebene, wo er den Fachbereich 16 malt, um dann das nächste Fachgebiet zu machen, dann geht die Einrückung ja auch wieder 1 zurück. Wir malen uns das gleich mal auf. So, hey, jetzt haben wir ein Organigramm gemalt. Das ist einfach nur dieser gleiche Baum, den man auch manchmal bei den Tools irgendwie hier an der Seite immer hat. Dieser Project Tree, der ist genauso gebaut. Na? Das heißt, wir haben hier die Wurzel da stehen, dann die Personen davon, Fachbereich, dann die Subunits, diese beiden, auf einer Ebene tiefer. Man könnte das jetzt noch hier irgendwie schön mit so Strichen malen. Schöne Hausaufgabe. Na, also damit man hier noch die Struktur von dem Baum so ein bisschen besser sieht. Aber man könnte hier auch noch so Plusse davor machen für zum Einklappen und Ausklappen. Oder Bullets oder irgendwelche Dinge mehr. Ist jetzt kein Ding mehr. Na, wisst ihr, wie das geht? Mauspress implementieren. Schöne Klausuraufgabe. Solche Dinge. Okay. Jetzt noch mal ein bisschen, wie zur Hölle hat das jetzt funktioniert und warum geht das? Und dazu malen wir uns stumpf dieses Speicherabbild einmal auf. Und da müssen wir jetzt leider wieder ganz vorne beginnen. Und dann gucken wir mal, wie macht er das jetzt eigentlich mit dem X, dem Y, dem Drawer und diesem ganzen Quam. Prinzipiell müssen wir tatsächlich jetzt dieses Einlesen einmal durchackern, um dann rauszukriegen, wie die Datenstruktur aussieht. Wenn ich das aufmale, dann habe ich nur diesen einen Quelltext auf meiner Folie und nichts anderes mehr. Ich mache das mal ohne den Quelltext und mache nur die Draw-Methode und das Draw-Unit. Das kopiere ich jetzt mal auf eine Folie. Dafür mache ich ein bisschen die Zeilenvorschübe hier raus, damit da mehr Platz ist auf der Folie. So. Ich finde, das ist deutlich schlechter lesbar, aber dann kriegen wir es auf die Folie. Moment. So, und dann lass uns den hier noch wegmachen. Ja. Viel enger kriege ich es nicht hin, ohne dass mich Panik überfällt. Wir versuchen das mal so. Override ist nicht so wichtig. So. Ja, wunderhübsch. Da müssen wir mal kurz einmal raus. Ich habe das prinzipiell vorbereitet. Ich habe hier eine Folie mit vom Textfenster. Da fügen wir das mal ein. Ja, passt nicht ganz, aber es ist nur eine geschweifte Klammer, die fehlt. Gut genug. Ja, wir können hier noch. Hey. Wunderhübsch. Okay, fehlt noch die Main-Methode, kriegen wir nicht ganz hin. Ach komm, hatten wir schon schlimmer. So. Eine Sache fehlt eigentlich noch. Die sollten wir noch reinmachen. Wir hatten dieses Unit Private wahrscheinlich. Unit Root hier. Die ist nochmal wichtig. Ah, das steht in Static, genau. So. Stift. Und damit es nicht so wehtut in Blau. So, was passiert jetzt eigentlich? Ganz am Anfang wird diese Main-Methode aufgerufen. Die Main-Methode ist schon static und wir haben dieses Static-Unit-Root-Ding da und wo ist das eigentlich alles?
Wir hatten auch dieses Organigramm.class.getName. Tatsächlich ist es so, dass Java für jede Klasse einen sogenannten Static Class Frame anlegt. Das heißt, es gibt irgendwo, tatsächlich ist es sogar relativ klar, wo das ist, einen Frame für Organigramm. Da drinne gibt es eine Datenzelle für den Namen und da steht dann tatsächlich drinne Uni Kassel Orga oder irgendwas. Also dieser komplette lange Pfadname. Mit GetName kann man darauf zugreifen. Und alle statisch deklarierten Attribute, also dieses Root, hat auch hier seinen Platz. Und die statisch deklarierten Methoden werden da auch aufgelistet. Das heißt, der Computer muss sich immer, wenn er eine Methode aufruft, merken, wo zur Hölle steht der Quelltext. Oder der Code, der diese Methode implementiert. Und das macht er auch in diesem Callframe. Das heißt, es gibt hier auch noch einen Eintrag für Main. Den betrachten wir normalerweise nicht als Datum, als Variable, die man ändern könnte. Na? Also prinzipiell war es ja immer so, dass diese Datenfelder sind Speicheradressen und dann die Speicherinhalte können wir überschreiben. Und tatsächlich ist es so, dass dieser Name Static daher kommt, dass diese Datenfelder für solche Klassen einmal angelegt werden beim Programmstart oder wenn die Klasse geladen wird. Das ist nicht hundertprozentig das gleiche, aber die werden auf jeden Fall nur einmal angelegt und sind dann die ganze Zeit da, genau wie der ganze Quelltext oder Code, der einmal geladen wird, im Speicher abgelegt wird an bestimmten Stellen, die sich dann aber nicht mehr ändern. Der Gegensatz dazu sind diese Prozedur-Callframes, die beim Methodenaufruf angelegt werden. Die werden dynamisch während der Ausführung des Programms angelegt und danach wieder am Ende der Methodenaufrufs wieder weggeschmissen. Und diese dynamischen Objekte oder Callframes, die wir die ganze Zeit verwenden, sind eben dynamisch und die einmal zur Compilezeit angelegten Dinger oder zur Programmstartzeit angelegten Dinger sind statisch. Die bleiben die ganze Zeit den ganzen Programmlauf da. Daher kommt dieser Name Static im Großen und Ganzen. Es gibt noch ein paar andere Eigenschaften, die diesen statischen Speicherbereich anbieten. Da ist ja auch der Java, der Code abgelegt. Und was man eigentlich nicht möchte, ist, dass ein Programm, während es ausgeführt wird, den Code, der da gerade ausgeführt wird, verändert. Technisch ist das prinzipiell möglich, sogar sehr leicht. Du kannst, wenn du die Speicheradresse kriegst, wo dieses X plus 36, der Maschinencode-Befehl dafür steht, kannst du da auch sagen, ach, mach doch ein plus 37. Na? Oder mach doch nicht X, sondern mach Y. Das heißt, du könntest den Befehl, der in dieser Speicherzelle steht, einfach überschreiben. Und das nächste Mal, wenn das Ding ausgeführt würde, würde was anderes passieren, je nachdem, was du da reingeschrieben hast. Dafür muss man sich aber verdammt gut damit auskennen, was der Compiler aus deinem Programm gemacht hat und wo er das hingelegt hat und was da passiert. Tatsächlich ist es so, dass das früher ganz oft aus Versehen passiert ist. Da hat man sich bei dem... das liegt daran, diese Arrays, das sind ja so fortlaufende Speicherzellen, fortlaufend nummerierte Speicherzellen, man hat sich immer nur die erste Speicherzelle gemerkt. Und in C und C++ kann man mit den Adressen von Speicherzellen, das sind ja nur Nummern, auch rechnen. Da kann man plus 5 sagen. Damit möchte man dann vom Anfang des Arrays auf das fünfte Element zugreifen. Also anstelle von eckige Klammer auf, fünfeckige Klammer zu, hast du einfach gesagt, oh, Array-Anfang plus 5. Kann man machen, ne? Muss man nicht machen.
Das ist insbesondere bei mehrdimensionalen Arrays tatsächlich eine sehr effiziente Geschichte, das so zu tun. Und es gibt Gründe, warum die das so gemacht haben, ganz am Anfang. Das Problem ist, das geht, manchmal verrechnet man sich. Also was man sehr gerne macht, ist, man greift eins hinter das Array. Na? Bei eckiger Klammer auf kann man gucken, sag mal, wie groß ist mein Array? Du willst auf 42 zugreifen, hier sind nur 40 drin. Das ist keine gute Idee. Wenn da aber steht, so, hoch, nimm die Anfangadresse, das ist die Zahl 300.024 und rechne da 42 drauf, dann sagt er, ja, wenn du willst. Ne? Hat da ganz wenig Möglichkeiten zu prüfen, ob weil über diese Array-Grenze drüber wegläuft. Und das ist beliebig häufig schiefgegangen in C und C++-Programmen. Und wenn es jetzt das Unglück will, ist an dieser Adresse 300.024 plus 42, also zwei hinter dem Array, gerade genau der Programmcode hingelegt. Und dusseligerweise überschreibst du genau den nächsten Befehl, den du gerade ausführen willst. Na, oh, dumm gelaufen. Das kann Absicht sein. 80% aller Hacker-Exploits funktionieren so. Du lässt das Programm an irgendeine Stelle springen, wo es eigentlich nicht hin sollte, indem du Daten angibst und da schreibst du dann vorher in die Daten die Befehle rein, die du gerne hättest. Das ist ein sehr gängiger Hack. Insgesamt ist das aber typischerweise ein Programmierfehler gewesen und hat dann einfach das Programm abbrauchen lassen. Und du hast den Wolf gesucht. Wie zur Hölle ist das denn jetzt gerade passiert? Na, und dann hast du so gedebuggt und dann steht da x wird zu 63. Du führst den Befehl aus, der macht ganz was anderes. Na, weil das, was dir da angezeigt wird, ist der Original-Quelltext und den hast du ja, den Code, den du da gepatcht hast, ist, ja, super. Na? Irgendwie böse. Und deswegen hat dann irgendwann das Betriebssystem gesagt, Rumschreiben am Code zur Laufzeit ist überhaupt keine gute Idee. Lass das bitte sein. Code ist statisch, den ändern wir schön nicht mehr. Ne? Und deswegen kann man das nicht mehr ändern. Und tatsächlich gibt es eine Hardware-Sachen. Man hat tatsächlich Rechnerarchitektur gebaut, sogenannte Memory Management Units, die dafür sorgen, dass Code typischerweise zur Programmlaufzeit nicht mehr überschrieben werden kann. Wenn denn das aus Versehen passiert, das ist in Java nicht leicht, man kriegt das auch hin, dann würde die Hardware verhindern, dass du das machst und würde dir eine Exception werfen und sagen, hier, dein Programm macht Scheiße, das kann nicht richtig sein, ne? Weil dieser Fehler sonst nicht zu finden ist. Okay, wir merken uns jetzt, es gibt statischen Programmbereich, da werden alle Dinge angelegt, alle Speicherzellen reserviert bei Programmstart und sollen dann nachher kommen keine mehr dazu. Speicherzellen, die danach benötigt werden, werden im dynamischen Programmbereich angelegt und mit Static und kann man eben sagen, bitte leg mir eine Speicherzelle in diesem statischen Programmbereich an. Das heißt, diese Speicherzelle hier ist jetzt in dem statischen Bereich. Na? So, und weil sie in dem statischen Bereich ist, können eben zum Beispiel die Main-Methode darauf zugreifen. Das können wir gleich mal machen. Aber wir gucken, wer alles darauf zugreifen kann, diskutieren wir gleich noch. Gut. So. Hier drin steht, wo die Main-Methode tatsächlich, wo der Quelltext dazu liegt. Ne? Das heißt, das ist irgendwo da oben. Weiß ich nicht genau. So, irgendwann wird diese Main-Methode auch gerufen und dafür wird ein Call-Frame angelegt. Na? Das ist beim allerersten Programmstart. Und das ist nicht der gleiche Frame wie der von Organigramm. Na? In dem Call-Frame kommen die Argumente, die ich bei der Kommandozeile übergeben habe. Bei uns ist das normalerweise leer. Na? Oder der Dateiname wird da gerne übergeben, den ich lesen soll. Solche Dinge mehr. Okay, und dann fängt die mit Main-Methode an zu arbeiten. Wir gucken da nochmal schnell drauf. Ne, die macht sowas wie, ha, FileName args 0. Halt, bei uns ist das gar nicht 0, sondern das ist hier irgendwie o.csv, schreibe ich da mal hin. Das ist diese Datei, die wir da einlesen, die CSV-Datei. Das haben wir als Argument übergeben.
Tatsächlich ist es ein bisschen komplizierter. Komm, das machen wir ein bisschen genauer. Also, Args ist ein Array von Strings. Das heißt, hier gibt es einen Array. Das hat nur einen einzigen Eintrag. Nehme ich den Dateinamen. Das ist ein String, das ist ein Array von Buchstaben. Das heißt, hier steht jetzt hier O.CSV. Oder Organigramm.csv oder was auch immer, Unikassel.csv, ich weiß nicht mehr, wie das Ding heißt. Und das übergeben wir. Dann macht er sich hier eine lokale Variable, FileName, und holt sich das args von 0 da rein. Das ist diese Zeile hier. Na? Das heißt, er fragt seine Argumente. Das ist dieses Array hier gewesen. Args. Nach dem ersten nullten Eintrag, da kommt dieses Ding raus und merkt sich das hier unter FileName. Ungefähr so. Ja. Bisschen schöner noch malen, dann kann man es nachher vielleicht noch ansatzweise erkennen. Okay. So, was treibt er denn noch? Dann macht er sich irgendwie so einen Array. List ist sowas ähnliches wie ein Array. Von allen Textzeilen, das male ich jetzt mal hier nicht hin. Lines all. Lines. Lädt die alle ein. Viele, viele neue Dinge. So, dann sagt er, root wird zu null. Und dieses root, auf das wir jetzt hier zugreifen, ist keine lokale Variable, sondern ein statisches Attribut unserer Klasse. Das heißt, wir müssen den Static Call Frame oder den Static Class Frame, den Class Frame finden. Das ist der hier. Da das Root-Attribut und hier null reinschreiben. Ne, stand da vorher schon drin, aber schadet nicht, wenn man das zweimal macht. Okay, und dann liest er das Ganze hier fröhlich ein. Ich springe mal schnell zu der Stelle hier. Was er macht, ist, er baut mit get or create, das ruft er ganz oft auf. Und wenn er das Ding noch nicht kennt, dann macht er hier so eine new unit. Das heißt, er baut irgendwann mal hier so eine unit. Die hat immer einen Namen. Unit Name weiß ich nicht genau. Das war bei uns dann UKS für Uni Kassel. Und noch Persons. Und Subunits. Ne, das waren die Attribute der Klasse Unit. Und zwar nicht die statischen Attribute, sondern dynamische Attribute. So, der Unterschied ist, dieses Unit-Objekt habe ich ja erst zur Laufzeit mit New Unit angelegt. Das heißt, das ist ein dynamisches Ding. Es gibt durchaus auch irgendwo einen Call-Frame, der statisch ist. Schreib mal, ein Class-Frame. Für die Unit. Unsere Klasse Unit, können wir nochmal nachgucken, glaubt es mir jetzt einfach, hat aber keine statischen Eigenschaften. Das hat einfach keine statischen, das heißt, das Ding ist mehr oder weniger leer. Da sind hier unten irgendwelche Methoden aufgeführt, wie getName, setName, getPersons, setPersons, diese Dinger. Ja, die sind hier alle aufgeführt, damit ich weiß, wo ich die nachher finde. Mehr steht da im Wesentlichen nicht. Okay. Das heißt, ja. Genau, das hier ist ein anderes Objekt und dieses Persons und Subunits ist eben im dynamischen Bereich angelegt. Ich mache hier mal so einen Trennbalken und schreibe mal hier Static hin und hier Dynamic. Mein Gott. Schreibe mal nur Dyn. Passt besser, kann man es lesen. Na, dass man diese Trennung mal ein bisschen klarer vor Augen hat. Okay,
So, irgendwann habe ich dieses Ding angelegt für die Uni Kassel. Das hat einen Persons-Record. Das ist ein Array. Und da steht dann zum Beispiel ein Personenobjekt drinne. Mit dem Namen, das war der Rainer. Und mehr Personen hat jetzt Gott sei Dank der hier nicht. Unter Personen war außer dem Namen nichts mehr, glaube ich. Na? Das heißt, da kommen wir mit weniger Platz eigentlich auch aus. Und dann gab es irgendwie Subunits. Das ist wieder ein Array. Und da stand als allererstes zum Beispiel der FP16 drinne. Und der FP7 war das, glaube ich, ne? Wunderhübsch. Und so weiter und so weiter. Hat das noch jeder vor Augen, diese Struktur? Das sind alles dynamische Objektstrukturen, die wir zur Laufzeit mit New Person, New Unit angelegt und dann zusammengebastelt haben. Das haben wir letzte Woche beim Einlesen gemacht. Und irgendwann erfolgt halt in der hier, root wird zu Unit. Ne? Unit ist die Unit, die wir gerade zusammengebaut haben. Da haben wir geguckt, hat die eine Parent-Unit. Und für diese Uni Kassel-Unit hier insbesondere gilt, die hat keine Parent-Unit. Parent hätten wir hier noch drunter malen müssen. Ne? Hier sind auch noch mehrere Felder, das male ich jetzt nicht hin, weil es zu viel wird. So, Uni Kassel hat keinen Parent. Deswegen wissen wir, das ist unsere Root-Unit und die tragen wir jetzt eben in Root ein. Das heißt, wir nehmen diese Null hier oben. Root war ja eine statische Variable. Und sagen, hallo, du zeigst jetzt bitte schön auf Uni Kassel. Okay. Danach fangen wir mit diesem Draw-Unit irgendwann an. Das passierte, wenn wir durch diese... Ah, jetzt haben wir Main, papplet main aufgerufen. Lass uns das mit aufmalen, sonst kriegen wir es nicht hin. Das heißt, irgendwo gibt es jetzt diesen, das passt doch hier wunderhübsch hin, Class Frame für papplet. Na? Und Organigramm, das war unsere Klasse. Erbt davon, tatsächlich ist das auch verzeichnet. Da drin, man kann so ein Class-Ding fragen, sag mal, hast du eigentlich Vaterklassen, von denen du erbst, wo du dieses Extends machst? Male ich hier jetzt aber nicht hin. Papplet hat dann irgendwo hier viele, viele, viele Dinge. Maus X, Maus Y, Key, Key Press, lauter Kram. Und irgendwo auch diese Main-Methode. Ich mache hier nur ein M, Klammer auf, Klammer zu hin. Die wird gerufen, die bekommt den Namen von der Klasse übergeben, die Draw-Geschichten enthält. Mit diesem Namen besorgt er sich dieses Frame-Objekt hier. Der geht einfach die Class-Frames durch und sagt, er fragt eigentlich die Java Virtual Machine, kannst du mir mal dieses Class-Frame geben, dieses Class-Objekt geben für die Klasse Organigramm. Hier, so heißt das Ding, kannst du mir bitte mal den entsprechenden Class-Frame geben. Guck dann danach, wo ist denn die Setup-Methode, ruft die, wo ist denn die Draw-Methode und ruft die. So, und da gab es diesen Main-Aufruf, das war dieser Call-Frame. Der ruft papplet-main. Irgendwie wird es eng. Ich habe diese gestrichelte Linie ein bisschen zu weit, da habe ich mir zu viel Platz weggenommen. Die leite ich jetzt hier mal um. Na? Der dynamische Bereich ist jetzt also ein bisschen größer geworden. Dann kriege ich hier das zweite Main von papplet hin. Und unser erstes Main, das von Organigramm.
ruft den im Prinzip, übergibt hier den Namen unserer Klasse. O.dot. Ah, Hilfe, passt nicht. Den Namen, der hier oben drin steht, den übergibt es. Ne? Das war irgendwie Kassel, Punkt, und dann irgendwie Punkt und dann Organigramm, soll das heißen. Das ist dann hier in args und das ist gar nicht args, das ist ein Array. Boah, ist diese Main-Methode blöde. So, hier ist ein Array für args und in dem ersten steht im Prinzip drinne Kassel, Lecture, Organigramm, das ist der Klassenname. Und ich mache da mal Hochkomma dran, dass man weiß, dass es ein String sein soll. Naja, wird nicht schöner. Mein Tafelbild wird nicht besser. Bleibt schwierig. Okay, dieses Main ruft dann irgendwann Draw auf. Und ich mache jetzt hier mal so einen, ich habe dich gerufen, File. Eigentlich merkt er sich immer, von wem er gerufen worden ist. Das heißt, die File-Richtung ist andersrum, damit er nachher wieder zurückspringen kann. Ja, wenn er fertig abgearbeitet ist, muss er dahin zurück, von wo er gerufen worden ist. Das heißt, der ruft jetzt hier das Draw endlich auf. Vorher ruft er Setup auf und Settings und diesen ganzen Kram. Und damit sind wir jetzt endlich in dem Ding hier. Na? Das Draw hat keinen Parameter. Wunderhübsch. Und das hat lokale Variablen. X und Y. Herrlich, das ist wieder schön einfach. Die werden jetzt hier aufgerufen und dann wird drawUnit gerufen. Das heißt, wir kriegen einen neuen CallFrame. Da schreibe ich jetzt mal DU für drawUnit hin, um das abzukürzen. Das bekommt Parameter übergeben. Die heißen intern root x und y. Ja, die heißen root x, y. Root x und y. Das ist ein neuer, dynamisch angelegter CallFrame. So, in Root wird übergeben. Root, na super, geht's noch besser. Welches Root ist das denn jetzt hier? Die Draw-Methode hat keine eigenen Parameter oder lokale Variable. Das heißt, dieses Root verweist auf was von der dazugehörigen Klasse. Wir haben eine Sache vergessen. Es gibt jetzt noch ein Organigramm-Objekt. Wie verwirrend. Ja, vergessen wir einfach. Na, also am Schluss eines Tages greift dieses Root hier auf diesen Callframe hier zu. Auf diese Speicheradresse zu. Auf das statische Root-Attribut der Klasse Organigramm. Na? wir gucken mal. Also, in diesem Root-Ding steht unsere Unit Kassel drinne. Das heißt, hier drinne steht unsere Unit Kassel. Wunderhübsch. In X wird das X übergeben von dem Callframe, dieses hier. Und in Y wird das Y hier übergeben. Das hatten wir hier hingespeichert. Da holen wir uns den Inhalt und übergeben den hier. Okay, wie viel Zeit haben wir noch? Ja, wunderhübsch. Halbe Stunde, wunderbar. So, okay, jetzt haben wir den Methodenaufruf geschafft. Gott sei Dank, jetzt sind wir in der Methode drawUnit. Jetzt machen wir dieses Text. Root, dieses Root hier, ist unser Parameter. Das heißt, da gucken wir in dem Ding hier nach, in dieser Speicherzelle, landen bei Uni Kassel. Na, passend, glücklicherweise ist es jetzt hier so, dass alle Datenspeicherzellen, die Root heißen, hier im Augenblick auch den gleichen Inhalt haben. Dann kommt man da nicht so durcheinander. In der Klausur werden wir das nicht so leicht machen. Da müsst ihr das auseinandersortieren. Ihr müsst wirklich immer sicher sein, auf welche von diesen vielen Speicherzellen greife ich jetzt gerade zu? Was steht da eigentlich gerade drinne, um den richtigen Wert zu erhalten, mit dem ihr weiterrechnen müsst. Okay, davon die Unit nehmen wollten wir uns besorgen. Das ist dieses Ding hier. Ne? Also unsere Root
Uni Kassel, wunderbar. Dann get, dann x, dieses x hier, ist das, gucken wir in unserem lokalen Callframe nach, da gibt es so ein x, da kriegen wir eine 50. Y ist auch eine 50, wunderbar, da können wir es ausführen. Okay, jetzt kommt dieses x plus gleich 36, mit dem x ist das aus unserem Callframe gemeint, das heißt, hier kommt jetzt eine 86 hin. Y plus gleich 36, kommt hier auch eine 86 hin. Person p wird zu root.getPersons. Erstmal wird jetzt hier eine neue lokale Variable angelegt für diesen Schleifendurchlauf. P. Der zeigt auf viele Personen, indem er root fragt, damit ist dieses root gemeint, also unser Uni-Kassel-Objekt. GetPersons, das ist dieses Ding hier. Dieses Array kriege ich da zurück. Und die durchlaufe ich jetzt. Das heißt, ich gehe mir den ersten Eintrag und P wird, bekommt den zugewiesen, diesen ersten Eintrag. So läuft die Schleife, die gibt dieser lokalen Variable P einen Array-Inhalt nach dem anderen. Das heißt, unser P zeigt jetzt auf den Rainer. Na? Dann macht er p.getPerson nehmen, da kommt Rainer raus, x und y sind immer noch unsere 86er-Werte. Dann wird y um 1 erhöht, kann einer 86 plus 36 rechnen. 122, ist das okay? 100. Damit haben wir den Befehl abgearbeitet, dann kommt er hier oben wieder rein, guckt in unser Array nach, hier gibt es keinen mehr, sind fertig. Die Schleife bricht ab. Das P wird tatsächlich gelöscht. Na, das wird nicht wirklich gelöscht. Aber es ist jetzt nicht mehr zugreifbar. Wenn wir am Ende dieser Schleife sind, ist diese lokale Variable P, hat ihren Lebenszeitraum überschritten und ist nicht mehr verwendbar. Das heißt, hier unten könnte ich jetzt nicht mehr irgendwie P. irgendwas hinschreiben. Das wird nicht funktionieren. Y wird nochmal um 36 erhöht. Das sind 1, 5, 8, denke ich mal. Dann kommt eine neue Schleife. Dann sagt er, ah, jetzt brauche ich eine Speicherzelle für U. Und dann root.getSubunits. Das heißt, er geht root, Uni Kassel, Subunits auf dieses Array hier. Wunderhübsch. Erste Subunit ist der FP16, das heißt, unser U zeigt jetzt auf den FP16. Ja, und einen Aufruf gönnen wir uns noch und dann sind wir durch. Das heißt, jetzt machen wir diesen DrawUnit-Aufruf hier. Das ist der zweite DrawUnit-Aufruf. Wir müssen nachher hierhin zurückspringen und zwar genau an diese Stelle. Während der hier, der wird da oben gerufen, wenn ich da einen Fall hinmale, sieht man noch weniger. Das Schlafbild ist schlimm genug. So, und die Parameter, die übergeben werden, waren nochmal. Die heißen hier innen drin root, x und y und gleich brauchen wir noch eine Speicherzelle mehr. Wunderbar. So, hier wird U übergeben. Das ist der, die Stelle, von wo aus wir den Aufruf machen. Da steht in U gerade FB16. Das tragen wir jetzt hier unter root ein. X ist gerade, und hier wird X ausgegeben. In unserem Callframe ist X86. Das tragen wir uns hier ein. Da wird Y übergeben. Das ist gerade 158. Das tragen wir uns hier ein. Wunderhübsch. So, jetzt sind wir in der zweiten Inkarnation, im zweiten Vorkommen, im zweiten geschachtelten Aufruf von DrawUnit und arbeiten das jetzt wieder von oben ab. Das heißt, jetzt machen wir hier ein root.getUnit nehmen und wir sind in dem Callframe.
Methodenabarbeitungsaufrufsparameterdatensatz. Da steht in Root jetzt FB16, das heißt, wir geben den Namen von FB16 auf. Wir durchlaufen mit den Personen das Person von FB16 und wir durchlaufen mit den Subunits die Subunits von FB16, rufen uns da rekursiv wieder auf. Da gibt es ja Subunits und so weiter und so weiter. Wenn das alles mal irgendwann wiederkommt, dabei wird hier die ganze Zeit das Y hochgezählt. Ne, da ist jetzt schon irgendwie 300 irgendwas drin, keine Ahnung. Irgendwann terminiert dieser Methodenaufruf, also dieser zweite, nachdem die darunterliegenden fertig sind. Ne, also hier wird ein neuer Frame gemacht, hier wird ein neuer Frame gemacht, hier wird ein neuer Frame gemacht. Irgendwann bin ich damit mal durch. Dann mache ich immer Rücksprünge. Beim Rücksprung wird jedes Mal dieses Y hier gesetzt. Das heißt, es liefert jetzt hier beim Rücksprung eine 358 von mir aus für Y zurück. Und dann geht man immer dahin und sagt, okay, es ist jetzt nur irgendein Wert, da kommt 358 raus. Das wird dem Y zugewiesen an der Aufrufstelle. Deswegen steht jetzt hier 358 drinne. Dann sagt er, okay, das war die letzte Unit, macht hier auch dieses Return Y. Das heißt, er geht zu seinem Parent Frame oder zu dem Call Frame, von dem er gerufen worden ist, guckt nach, sag mal, wo war das denn jetzt eigentlich? Das war der erste. Na, super toll. Das war hier, wo ich gerufen wurde, das wollte ich nicht mal, ne? Dahin springe ich zurück. Okay, dann sage ich, okay, wir sind bei 358. Und gut ist. Eigentlich wollte ich einmal vormachen, wie dieses Y hier seinen Wert bekommt. Ja, ganz genau. Der Callframe ist fertig abgearbeitet. Entschuldigung, das war falsch. Was erzähle ich denn? So, der Callframe hier ist jetzt gerade fertig abgearbeitet worden. Das ist dieser Aufruf. Der wird jetzt ersetzt durch das Return Value. Das heißt, hier kommt eine 358 hin. Und das wird dem Y zugewiesen. Das heißt, hier. Da kommt die 358 hin. Na, diese Y-Speicherzelle. Ah, mein Computer ist kurz davor, sich zu verabschieden. Diese Y-Speicherzelle. Da wird das eingetragen. Puh. Okay, dann wird es auch irgendwann fertig sein und dann wird es hier oben eingetragen. Da interessiert sich aber keiner für, deswegen ist das gerade egal. Puh. So, also. Letztendlich wieder ein Beispiel für Rekursion. Na, also solche baumartig geschachtelten Objektstrukturen, die wir aus diesem Organigrammdatensatz gemacht haben. Das sind im Wesentlichen die ich hier unten in der Ecke habe, also die Uni Kassel, wo dann das Subobjekt darunter hängt, FB16 und FB7 und wo unter dem FB16 Units drunter hängen für Softwaretechnik und Programmiermethodik und eventuell irgendwo noch weitere Dinge. Solche hierarchisch baumartigen Strukturen, die werden eben typischerweise dann, weil ich nicht weiß, wie tief ist das eigentlich geschachtelt, wie viele Kindeskinder gibt es da noch, wie viele Generationen von Subobjekten gibt es da eigentlich, bleibt mir schier nichts anderes übrig, als das mit so einem rekursiven Durchlauf zu machen. Und diese rekursiven Durchläufe werdet ihr auch in Algorithmen und Datenstrukturen kennenlernen und hassen lernen und benutzen lernen, da wird das auch häufig gemacht. Ich habe ja gesagt, dieses Sortieren ist eine ganz wichtige Kernkompetenz der Informatik. Das kann man eben machen, um sehr schnell zugreifen zu können. Sortieren kann man in einem Array machen. Sehr große Arrays sind blöd, wenn man da Elemente einfügt. Na? Wenn ich in so ein riesen, 1 Million großes Telefonverzeichnis einen Namen einfügen möchte, dann, und zwar den Meier, den 23. Meier, dann muss ich das genau in der Mitte einfügen.
Das heißt, ich muss jetzt die 500.000 Elemente, die alphabetisch sortiert danach kommen, alle um einen Platz nach rechts verschieben, damit ich da in der Mitte einen Platz habe, wo ich den neuen Meier eintragen kann. Das heißt, einfügen in ein Array bedeutet, du musst im Mittel die Hälfte der Elemente, die da schon drin sind, umkopieren. Und das ist halt, wenn es 1 Million sind, relativ viel. Und wir hatten schon beim Suchen, wenn man proportional zur Gesamtgröße ist, ist es immer doof. Und einfügen in die Mitte ist eben, da muss man die Hälfte verschieben, das ist proportional zur Gesamtgröße, das will man irgendwie nicht. Und dann macht man, sagt man, ach, guck mal, wenn ich so einen Baum habe, der hat 2 Kinder, und dann sage ich, dieses Baum repräsentiert das Element Schulz, und alle anderen Personen, die oder Units, die alphabetisch davor kommen, sind linke Kinder, und die, die alphabetisch dahinter kommen, sind rechte Kinder. Na, und dann hänge ich unter den Schulz den Meier 1, den Albert Meier, und dann sage ich, ah, jetzt möchte ich den Klaus Meier einfügen, der ist kleiner als Schulz, das heißt, ich gehe zu dem linken Teilbaum, und dann sehe ich da Albert Meier, ah, der Klaus Meier ist größer, dann gehe ich zu dem rechten Teilbaum, oh, da gibt es keinen, ah, dann hänge ich den Klaus Meier dahin. Abgedrehter Kram. Und das macht ihr auch in Algorithmen und Datenstrukturen. Solche hierarchischen Objektstrukturen kann man eben auch super zum Sortieren verwenden. Und die kommen dann besser damit klar, dass man einfügt. Weil das Einfügen ist dann nur proportional zur Höhe des Baums. Der Baum hat ein Baum für 1 Million Elemente, ist 19 oder 20 hoch. Irgendwie so in der Größenordnung. Das heißt, die Schachtelungstiefe ist 19 oder 20. Und dann geht das Einfügen in so einen Baum eben in 20 Schritten und nicht in 500.000 Schritten. Und das ist eine coole Sache. Und danach macht man es dann mit Hashen, da geht es dann in 2. Hashen ist auch nicht so einfach. Okay. Gut. Das heißt, solche Objektstrukturen sind wichtig, solche dynamischen Strukturen sind wichtig, und man geht mit denen immer mit Rekursion um, weil man nicht weiß, wie tief es geschachtelt ist. Und deswegen reitet die Informatik da so drauf rum. Deswegen haben wir euch jetzt als Anfänger schon damit gequält. Das ist ein ziemlich stressiges Konzept. Das ist nicht so einfach, einen rekursiven Algorithmus zu konstruieren. Das ist nicht einfach, den zu verstehen. Aber es gehört eben zu einer der Kerndinge, die Informatik macht. Und das ist relativ zentral an so ein paar Stellen. Okay. Statik, dynamisch. Wir hatten jetzt gelernt, es gibt eben so ein paar für jede Klasse, die ich programmiere, so ein Callframe, da sind die statischen Attribute und die Methoden hinterlegt, die zu dieser Klasse gehören. Und dann gibt es diese dynamischen Unit-Objekte, die wir hier haben, auf die man auch zugreifen kann. Und dann hatte ich gesagt, wir machen die Zugriffe auf so, wir wollen das, wer kann auf so ein Datenfeld zugreifen? Na, wenn ich mir jetzt hier dieses Rainer hier nehme, wer kann den Namen da eigentlich ändern? Wer kann einen neuen Präsident eintragen? Oder dem einen Spitznamen geben? Na? Und dann kann ich gucken, so, jetzt hat da irgendeiner Donald hingeschrieben. Na, und das wollte ich aber nicht. Jetzt will ich wissen, wer zur Hölle ist das gewesen? Wer hat überhaupt die Macht dazu, das zu tun? Bei so einem lokalen Variable ist es ganz klar, auf diese lokale Variable in einem Methoden-Call-Frame kann nur die Methode selber zugreifen, sonst keiner. Das heißt, ich muss im Rumpf dieser Methode gucken, da irgendwo ist das. Ganz klare Geschichte, sehr kleiner Scope. Und wenn irgendein Fehler passiert, finde ich den eben, muss ich nur 20 Zeilen Code lesen, um rauszukriegen, was geht hier eigentlich schief. Oder debuggen. Oder keine Dinge mehr. Wenn sich an so einem Objekt wie dem Rainer da der Name ändert, also der Inhalt von irgendeiner Datenzelle ändert, wer kann denn da eigentlich drauf rumschreiben? Naja, alle die Leute, die so einen Pointer da drauf haben, können das machen. Na? Also es wird erstmal schon dadurch eingeschränkt, dass das Ding private oder public ist.
Dadurch können, wenn ich es private mache, nur Methoden der Klasse zugreifen. Ja, das stimmt. Tatsächlich aber können nicht alle Methoden der Klasse darauf zugreifen oder nicht alle Methoden auf alle Objekte zu jedem beliebigen Zeitpunkt zugreifen, sondern ich kann auf dieses Objekt hier nur zugreifen, wenn ich den Zeiger darauf bekommen habe. Na? Hier irgendwann, da kann ich darauf zugreifen. Na, ich mache hier eine Schleife über alle Personen und da kann ich den Personennamen zugreifen. Und im nächsten Schleifendurchlauf schon nicht mehr. Weil da bin ich bei einer anderen Person und da habe ich den Zeiger auf den Rainer nicht mehr. Das heißt, in dem Gesamtablauf eines Programms, alle Schritte, die das dann während der kompletten Laufzeit durchführt, gibt es immer nur sehr kleine Zeitfenster, wo ich auf dieses eine Objekt hier zugreifen kann und auf dessen Attribute. Das ist schon mal, das ist eine, ja, so eine mittelgute Sache, ne? Auf lokale Variablen ist das Zeitfenster auch sehr klein, nämlich genau wenn der Callframe aufgeführt wird. Und auch die Anzahl der Zeilen Code ist sehr klein, nämlich nur der Methodenrumpf. Auf so ein Attribut kann ich immer zugreifen, wenn ich irgendwie den Pointer dazu habe. Und potenziell alle Klassen, alle Methoden meiner Klasse können darauf zugreifen, wenn es private ist. Wenn es public ist, kann jeder darauf zugreifen. Aber auch nicht zu jedem Zeitpunkt, sondern nur, wenn er den Zeiger da drauf hat. Und diese Static-Dinger hier, das sind so Dinosaurier. Darauf kann prinzipiell zu jedem Zeitpunkt zugegriffen werden. Ich muss nicht warten, bis mir einer den Pointer für das Objekt gibt, damit ich an dem Objekt eine Modifikation machen kann. Ich kann überall jederzeit hinschreiben, Organigramm.root wird zu null. Na? Das kann ich, wenn es private ist, nur innerhalb der Klasse Organigramm machen. Und das ist schon mal wieder eine schöne Einschränkung. Aber ich kann es im gesamten Programmablauf und zu jeder Zeit machen. Ah, ich bräuchte jetzt mal diese Root. Ich habe aber gar keinen Pointer da drauf. Shit. Nö, auf diesen statischen Ding kann ich jederzeit einfach so zugreifen. Und das heißt, während ich mit diesem DrawUnit hier fröhlich durch meine Objektstruktur laufe, habe ich normalerweise immer nur das eine Unit-Objekt, mit dem ich gerade arbeite. Und nur das kann ich kaputt machen. Aber das Statische oben, diesen statischen Class-Frame, den kann ich jederzeit kaputt machen. Und das ist doof. Wenn wir später Fehler suchen in unserem Programm, und das ist das, was wir die Hälfte unserer Zeit machen. Also Statistik sagt, Programmieren besteht zur Hälfte der Zeit aus Fehlersuche. Dann hat die Softwaretechnik gesagt, ja, dann müssen wir irgendwie Fehlersuche effizienter machen. Und deswegen gibt es dieses Public-Private. Wir grenzen einfach den Bereich ein, wo kann das denn potenziell überhaupt schiefgegangen sein? Und Public und Private grenzen aber nur ein, die Anzahl der Zeilen Code, an denen das prinzipiell schiefgehen kann. Was wir danach noch brauchen, ist, wir strukturieren so, wie wir den Code in Klassen einteilen, um besser so zu trennen, hier, das arbeitet nur auf dem Teil, das arbeitet nur auf dem Teil. Organisieren wir unsere Daten, die dynamischen Daten zur Laufzeit auch und teilen die in Objekte ein und Strukturen und sagen, okay, zu einem bestimmten Zeitpunkt arbeiten wir jetzt mal nur auf diesen fünf Objekten oder auf diesem einen oder auf diesem Objekt und seinen Nachbarobjekten. Ja, ich will auch noch was zur Klausur sagen. Ich habe noch 7 Minuten. Hey. Und dementsprechend schränken wir wieder ein, wo kann irgendwas schiefgehen? Und ja, ich muss mich beeilen. Und deswegen sind statische Attribute nicht so cool. Das hätten wir nicht machen sollen. Weil die sind einfach zu oft zu leicht zugreifbar und da passieren zu schnell Fehler mit. Dynamische Objekte erlauben uns, unseren Datenbereich nochmal zu strukturieren und dadurch unsere Programme wartbarer zu machen und Fehlersuche zu vereinfachen. Das war der lange Textsinn. So, ich könnte jetzt prinzipiell nochmal zeigen, wie ich das umbaue, wie ich dieses statische Ding hier loswerde. Was ich machen muss, ich muss irgendwie zu einem anderen Zeitpunkt machen. Uns fehlt jetzt die Zeit. Was man letztendlich tut, was wir jetzt in der Main-Methode machen, das ist blöd gewesen. Das verschieben wir einfach in die Setup-Methode. Die Setup-Methode
kann auf ein dynamisches Objekt für das aktuelle Applet zugreifen. Da kriegen wir ja auch Maus X und sowas alles her. Und da tun wir das Root hin, dann haben wir es im dynamischen Bereich und nicht mehr im statischen und dann ist es schöner. Okay. So, und ich hatte gesagt, ich sage was zur Klausur. Tatsächlich, ja, es gibt eine Klausur. Ich hoffe, dass alle von euch dazu zugelassen sind. Die Klausur bedarf einer getrennten Vorbereitung. Also, ihr habt jetzt diese Vorlesung hier anstrengend verfolgt und hoffentlich so die meisten Sachen mitgekriegt und verstanden. Das heißt, ihr könnt jetzt programmieren. So diese Dinge, die hier so stehen, haben wir behandelt. Ihr könnt ein Fenster aufmachen, da Dinge reinschreiben, Bilderchen malen, das Ganze animieren. Ihr habt ein Graphical User Interface. Das ist noch ein bisschen einfach gehalten. Richtig komplizierte User Interfaces kriegt man mit Processing nicht so schön hin. Aber hey, wir könnten ein Texteingabefeld machen. All diese Dinge haben wir behandelt. Ihr könnt mit Variablen einigermaßen sicher umgehen. Ihr könnt dynamische Objektdatenstrukturen prinzipiell anlegen. Ihr könnt Sachen aus CSV-Dateien einlesen. Ihr könnt Sachen in CSV-Dateien schreiben. Das heißt, ihr könnt Datenverarbeitung im Großen und Ganzen machen. Na, also so kleine Programme, das funktioniert jetzt schon ganz gut. Das war mindestens mal das Ziel dieser Veranstaltung, dass ihr da was lernt. Ein bisschen ein Problem war, wir haben in dieser Veranstaltung im dritten, vierten Semester relativ früh mit Eclipse angefangen. Das hat uns relativ viel Komplexität reingebracht. Das würde ich nächstes Mal wieder anders machen. Da würde ich länger mit der Processing-Umgebung arbeiten. Dadurch kam auch relativ früh diese Static da rein. Ich habe hoffentlich heute geschafft, das abzuschließen. Und das Problem ist, ich habe da wahrscheinlich doch relativ viele Leute verschreckt, die eher auch Anfänger sind, die nicht so viel Vorkenntnisse haben. Und eigentlich waren genau die Leute, die es am meisten bräuchten, diese Veranstaltung das lernen sollten, die schon Vorkenntnisse hatten, die haben sich eh gelangweilt. Na, okay, das bleibt schwierig. Und das tut mir leid und das mache ich nächstes Mal besser. Und aber gut, die jetzt doch durchgehalten haben, haben das alles wunderhübsch gelernt. Die Klausur prüft im Wesentlichen diese Fertigkeiten ab, hoffe ich mal. Aber naja, man muss auf so ein paar Dinge mental vorbereitet sein. Das heißt, wir empfehlen dringend, Klausurschreiben nochmal explizit zu üben. Das geht auch auf Zeit. Man muss eben bestimmte Dinge innerhalb von 10 Minuten hinkriegen. Wenn man ruhige Zeit hat und den ganzen Nachmittag, dann kriegt man das schon hin, so ein Speicherabbild zu malen. Aber es muss eben auch schnell gehen. Sonst kriegt man die Klausuraufgaben nicht alle geschafft. Ihr habt circa 100 Minuten, müsst in den 100 Minuten circa 100 Punkte erreichen. Und das muss einfach zügig gehen. Wir haben so typische Aufgabentypen. Und eine davon ist, wir geben euch eine Draw-Methode vor. Die malt dann fröhliche Dinge, von mir aus so einen rekursiven Baum. Nein, so schlimm wird es nicht werden. Aber Kreise, Vierecke, irgendwelche Dinge, ineinander geschachtelt, ein bisschen verschoben, vielleicht mit einer Schleife. Die ruft vielleicht nochmal eine Hilfsmethode, die noch was anderes malt, so ein Haus vom Nikolaus oder irgendwelchen Kram. Und eine Aufgabe, die ihr dann haben werdet, ist, ihr sollt auf dem Blatt Papier das Bild malen, das dieser Processing-Quelltext erzeugt. Also wenn die ganzen Rectangle- und Ellipse-Befehle, die da ausgeführt werden, malt das doch bitte mal auf. Das ist ein Aufgabentyp, der ist total cool zu korrigieren. Da hält man nur eine Schablone drauf und wenn es richtig aussieht, ist alles gut. Dann geben wir euch so Karo-Papier vor, wo man das reinmalen muss. Deswegen machen wir die sehr gerne. Das ist relativ kompliziert hinzukriegen, weil man muss nämlich nachvollziehen, wenn da Parameter durch die Gegend gereicht werden, lokale Variablen, eventuell Attribute, was zur Hölle steht hier in diesem XY denn jetzt gerade drin. Na? Und dafür wird man unter Umständen nicht umhinkommen, sich so ein Speicherbild aufzumalen. Manchmal kriegt man es ein bisschen leichter hin, wenn man sich nur eine Tabelle macht, so das sind die Variablen, die ich gerade habe, das steht jetzt gerade drinne. Alles in allem muss man es nur irgendwie hinkriegen. Also der Skill, den man braucht, ist, man muss schnell nachvollziehen, Zeile für Zeile, was passiert hier, welche Variable hat gerade welchen Wert und jetzt soll ich irgendwie ein Rechteck mit XYWH malen, wo kommt das hin und wie groß und wie ist das dann? Ne? Und die halten nachher eine Schablone drüber, passt das oder passt das nicht? So, Schablone drüber halten, passt das nicht?
Wir haben tatsächlich relativ viele Leute, die haben das richtig ausgerechnet letztes Jahr oder letztes Mal und haben es aber dann falsch eingezeichnet, weil sie mit dem Geodreieck nicht umgehen können. Ne? Dann halten wir die Schablone drüber, sagen, passt nicht, ja, doof, null Punkte. Wenn diese Leute irgendwo was hingeschrieben haben, x hat gerade den Wert 42, dann können wir darauf Punkte geben. Dann hat das bei 22 gemalt. Na, Pech. Dann geben wir immer noch relativ viele Punkte, weil eigentlich ist das Nachvollziehen des Programms wichtig und nicht eure Skills im Umgang mit dem Geodreieck. Das ist eine ganz wichtige Sache. Schreibt gefälligst die Zwischenwerte auf. Ne? Wie damals in Mathematik, ihr erinnert euch. Schreibt den Rechenweg auf. Dann können wir euch darauf Punkte geben. Wenn wir dann nur ein Dreieck gemalt ist, wo wir ein Viereck erwartet hätten und an der falschen Stelle in der falschen Größe, gibt es auch keine Punkte. Na, das ist der Punkt. Malt das unbedingt auf, das ist ganz, ganz wichtig. Okay, danach kann es durchaus sein, dass wir euch einfach ein Bild vorgeben, das irgendwie gemalt ist. Und dann sagen, schreibt ihr doch mal das Processing-Programm, das GroundGild erzeugen würde. Na, überlegt euch doch mal Direktbefehle und so, wie das dann geht. Na, das ist dann vielleicht fünfmal ineinander geschachtelte Dinge, immer so leicht gedreht oder ich weiß es nicht, dass man eine Schleife braucht. Irgendwas in dieser Art. Sowas wird wahrscheinlich kommen, denke ich mal. Na, wir haben die Klausur noch nicht gestellt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, was wir machen werden. Und dann werden wir solche Dinge machen wie, oh, wenn ich da mit der Maus draufklicke, hätte ich gerne, dass das die Farbe wechselt. Na, bau das doch mal ein. Oder wenn ich da irgendwie die Taste K drücke, würde ich wette, dass das Ding um 10 Pixel größer wird. Oder nach rechts geht. Oder sich irgendwas anderes macht. Na? Das sind so typische Dinge, die wir haben wollen. Das haben wir relativ viel geübt. Das solltet ihr können. Das war relativ am Anfang. Okay. Und jetzt habe ich hier noch aufgeschrieben, was wir wahrscheinlich auch machen werden, ist irgendwie so ein Objektdatenmodell. So mit drei, vier Objekten, so die ihn aufeinander zeigen, solche Geschichten mehr. Auch mal mit einem Array drumherum und irgend so einem Kram. Der einfachste Weg, sowas zu machen, ist, wir geben euch so eine CSV-Datei vor und bitten euch, die einzulesen, eine Objektstruktur aufzubauen, die das Ding darstellt und anschließend das irgendwie umzubauen und das umgebaute Ding wieder als CSV-Datei rauszuschreiben. Na, das wären so. Ja, mindestens schon mal zwei Aufgaben oder drei. Oder, ne, das sind kompliziertere Dinge. Solche Dinge werden wir auch, denke ich mal, machen. Na, und da geht es nicht so sehr darum, oh, ich kann Zeilen einlesen und kann die mit einem Scanner zerteilen, sondern es geht mehr darum, sich eben auch unter Umständen zu überlegen, wie sieht eine Objektstruktur aus, in der ich das ablegen kann. Oder wir geben euch eine Objektstruktur vor und sagen, hier, da ist eine Datei, hier sind schon mal Klassen, so sehen die Objekte aus. Überlegt ihr mal, wie ihr die Daten, die hier textuell geschrieben sind, in diesen Objekten repräsentieren könntet oder solche Dinge mehr. Selber Objekte entwerfen in der Klausur in 100 Minuten ist relativ schwierig. Noch welche Dinge, die ich vergessen habe, Christoph? Bestimmt. Es gibt bestimmt eine Aufgabe zur Rekursion. Gibt es traditionell, weil, habe ich ja erklärt, ist Mörder wichtig. Ne? Und das ist halt auch so eine Knobelaufgabe, die man auch irgendwie immer gerne stellt, damit es nicht so langweilig ist. Ja. Genau. Okay, ich wiederhole das nochmal fürs Band. Wenn ihr Funktionalität von Processing irgendwie benutzt, Rectangle, Ellipse oder auch eben solche Operationen wie diese Scanner-Klasse, dann muss man das nicht auswendig können. Das wird dann auf der Aufgabenstellung irgendwie enthalten sein und erklärt werden. Wir wollen nicht eure Gedächtnisleistungen prüfen, sondern ob ihr verstanden habt, wie man programmiert. Na, also. Da muss man jetzt nicht irgendwie sich einen Spickzettel machen mit allen Rectangle-Befehl, Parameter-Dingern. Das werden wir einigermaßen erklären, hoffe ich, in den Aufgabenstellungen. Und auch diese Sachen wie Scanner oder dieses Files.read und write oder so funktioniert.
Das sind Sachen, die kann man dann, wenn man hinterher wirklich arbeitet, immer nachgucken. Das ist gar kein Problem. Dafür werden wir auf den Zetteln Hinweise geben, dass man damit irgendwie keine Probleme hat, hoffentlich. Okay. Ich lasse wirklich. Wir müssen das ja nachher korrigieren, diese Klausuren. Und ehrlich gesagt, das macht überhaupt keinen Spaß, schlechte Klausuren zu korrigieren. Ne? Und da muss man immer nur, oh mein Gott. Erstens kommen bei mir persönlich Zweifel auf. Habe ich denen das nicht richtig erklärt? Ne? Bin ich irgendwie ein schlechter Lehrer oder warum kann der das nicht? Das heißt, wenn ihr alle 100% der Punkte erreicht, habe ich das Gefühl, euch das echt gut unterrichtet zu haben. Ne? Das fühlt sich echt toll an. Und ja, und wenn man die Leute durchfallen lässt, dann meckern die nachher immer. Es ist ganz unerfreulich. Das möchte ich eigentlich nicht tun. Na? Also bitte bereitet euch vor, nehmt das ernst und schreibt da bitte gute Klausuren und gute Ergebnisse. Ich wünsche euch wirklich viel Erfolg. Ihr müsst euch zu dem ganzen Ding irgendwie im Hispos anmelden. Und zwar erstmal zur Studienleistung, damit ihr die Hausaufgabenpunkte eingetragen bekommt und dann nochmal irgendwie zur Klausur selber. Nicht vergessen. Okay, viel Erfolg und wir sehen uns wieder im dritten Semester. Zu Programmiermethodik. Hey, alles ist cool.